Hi, es geht wieder von vorne los. Ich sammle wieder, beziehungsweise eigentlich sammle ich ja nicht wegen diesem Aufgebraucht-Video. Ich mache ja so, ne, ihr wisst schon, dieses jeden Tag ein bisschen, also immer dann, wenn ich was aufgebraucht habe. Und wie der Zufall so will, ich habe wieder etwas aufgebraucht und zwar dieses Dream Nude Make-up hier von Maybelline Jade. Ich muss dazu sagen, ich habe schon eine Review davon abgedreht. Den Link dazu verlinke ich euch einfach mal in die Infobox. Und ich war dort eigentlich noch zufrieden, bis auf diese trockenen Stellen, die ich ja davon bekommen habe. So, und heute kann ich euch diese trockenen Stellen mal zeigen, weil ich bin jetzt doch nicht mehr ganz so zufrieden damit, weil ich hatte jetzt die letzten Tage, habe ich dann doch mal immer wieder gewechselt mit meiner Foundation und da ist mir das immer aufgefallen, dass ich das wirklich ein besseres Ebenbild hatte. Und diese hier, ich weiß nicht, vielleicht sieht man das. Also hier an den Seiten überall so ganz schlecht verblendet. Also andere Foundations von mir, das geht damit wirklich richtig gut. Hier ist ein Pickel zum Beispiel, ist natürlich jetzt blöde, aber so richtig trocken sieht das alles aus. Und auch hier so, ja, überall, keine Ahnung, also so. Ich finde, dass sich die wirklich sehr schlecht irgendwie verblenden ließ. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Flop-Produkt mittlerweile. Ich war, wie gesagt, ich war irgendwie nicht begeistert, aber so ein bisschen zwiegespalten von diesem Mousse. Mittlerweile kann ich sagen, dass das Ebenbild zwar am Tag super schön aussieht, wirklich richtig schön, aber umso später der Abend oder beziehungsweise der Tag wird, umso länger der Tag wird, sieht man dann, dass es wirklich nachlässt, dass es wie so Falten gibt, also in den Falten, ob es so von den Pickeln ist oder Mimikfalten, überall setzt sich dieses Make-up dran fest. Und das ist demnach deswegen ein vollkommenes Flop-Produkt und werde ich mir nicht mehr holen, vor allen Dingen auch von dem, was da so drin ist. Also ich bin damit vielleicht 3 Monate, wenn es hochkommt, ausgekommen und finde ich jetzt nicht so dolle, um ehrlich zu sein. Wenn ich bedenke, wie lange ich mit anderer Foundation auskomme. Also würde ich mir nicht mehr nachkaufen. So, dann habe ich hier etwas, das habe ich aufgeschnitten. Das sieht eigentlich so aus. Upsala. So schaut's aus. Ich habe ja dauernd davon erzählt, dass ich mir jetzt Duschgel gekauft habe, wo ohne Parfüm, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoff und das ganze Gedönse. Einfach nur, damit ich sauber bin. Und da habe ich halt an Sebamed damals erst gedacht, aber Sebamed ist so schweineteuer. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen, dieses Balea-Med-Zeug hier zu kaufen. Da unten steht auch drauf, dass es allergiegetestet ist. Und muss dazu sagen, ich war sauber, klar, aber der Duft ist mal echt ekelhaft. Also, was heißt ekelhaft? Aber das riecht so nach... Also mein Freund hat auch gesagt, boah, das riecht aber komisch. Erst habe ich gesagt, das riecht nach nichts. Aber nichts würde nach nichts riechen. Und das riecht ja schon nach irgendetwas. Aber so ein, auch nicht nach Arzt, sondern so steril. Genau, so riecht das. So würde ich mir das vorstellen. Dass steril so riecht. So, das ist nicht schön, so auf der Haut zu riechen. Vor allem, wenn man dann halt so mal dran gerochen hat, man roch auch so. Das war schon... nicht schön irgendwie. Also ich habe meistens das so gemacht, dass ich das benutzt habe und dann halt wenigstens auf den Armen noch anderes durchgehe, weil ich das einfach so überhaupt nicht, vom Geruch her überhaupt nicht abgekonnt habe. Ich muss mir auch überlegen, dieses Zeug nochmal zu kaufen, weil ich es einfach, der Geruch, also natürlich, ohne Parfum kann nie keinen großen Geruch haben, aber dann lieber gar keinen Geruch und nicht dieses komische Zeug hier. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, also gut, natürlich, hier steht auch drauf, ohne Parfüm, Farb, Konservierungsstoffe, ätherische Öle sind nicht drin, Gluten sind nicht drin, Parabene sind nicht drin. Natürlich, alles super, weil meiner Haut, der ging's, oder ihr ging's wirklich, geht's wirklich gut. Aber ist, weil es muss ja auch ein bisschen nach was riechen, oder? Ja, und das tat es nicht. Also im Gegenteil, es roch echt. Nee, mag ich nicht. Ja, weiter geht's. Hi. Ich
wollte euch was zeigen. Schon wieder mal. Aufgebraucht. Balea Locken Relax Serum von, Balea. Das ist diese Lockenserie auf jeden Fall. Also zumindest aus dem vor der Sortimentsumstellung. Und das gibt es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Zumindest nicht in unserem DM. Das finde ich sehr schade. Und weil ich habe ja dieses im letzten Aufgebraucht-Video, das kann ich euch gerne mal in die Infobox verlinken, habe ich diese Shampoo-Serie davon ausprobiert, womit ich ja super begeistert war. Oder beziehungsweise wovon. Ja, und das habe ich mit dabei verwendet und es war einfach Wahnsinn. Also ich habe das damals schon mal benutzt, allerdings war ich nicht so davon begeistert, aber mit diesem Haarshampoo, mit diesem Lockenshampoo zusammen ist das einfach unschlagbar und ich fand das richtig cool und ich werde es mir, wenn ich das in irgendeinem DM nochmal finden werde, werde ich mir das nochmal holen. Das ist dieses, da steht es auch drauf, Locken Relax Serum. Es gibt ja total viele Serien irgendwie von, weiß ich nicht, allem Möglichen für trockene Haare oder was auch immer. Aber das hier, weiß ich nicht, ob das was anderes ist, weil es ein Locken-Relax-Serum ist. Aber ich fand es wirklich gut. Und dann ist ein Parfüm leer gegangen. Das Armani Code. Ich fand, ich habe da sehr lange drauf gebraucht. Also bis das leer war. Das ist nur die 30ml Flasche. Ich finde die Flasche ja, ich finde die einfach klasse. Also richtig, richtig schön und mit diesen Blumengeschnörkelten dran und so. Und ja, aber lange, lange Zeit habe ich das überhaupt nicht benutzt und habe mir gedacht, soll ich das im Kleiderkreisel verkaufen oder so oder vertauschen? Und dann habe ich das irgendwann, habe ich gedacht, ach komm, benutze es. Und dann habe ich es nochmal benutzt, obwohl ich ja die ganze Zeit gedacht habe, der Duft ist nicht mehr meins. Also nicht für mich geeignet. So, wenn ich an anderen gerochen habe, wunderbar, aber an mir mochte ich den nicht mehr. Und dann irgendwann hatte ich den an einem Schal dran, also diesen Geruch, und habe mir gedacht, was ist das? Das riecht ja toll. Und dann war das auf einmal das hier. Und dann dachte ich mir, hoch, ja komm, benutze ich das doch jetzt öfter. Und das habe ich jetzt getan und es ist leer. Ja, das kostet, glaube ich, um die 40 Euro. Kommt hin, ja. Und ich werde es mir allerdings erstmal nicht mehr holen, weil ich habe ziemlich viel Parfüms noch und dafür, dass ich dann doch sehr viele andere Duftrichtungen habe, wo ich sage, total meins und hier dieses Jimmy Choo zum Beispiel, das benutze ich ja fast nur. Ich kann es euch mal zeigen, das Jimmy Choo. Von meinen ganzen tausenden Parfüms. Das ist das Jimmy Choo und ich liebe das ja einfach. Das ist meine zweite Flasche und wie ihr seht, ist da auch schon wieder gut was raus. Ich habe sogar ein Backup schon dafür und das ist so richtig geil. Also ich mag es richtig, richtig gern. Ja. Aufgebraucht, ich werde es mir erstmal nicht holen. Wenn ich irgendwie günstig auf dem Flohmarkt oder im Kleiderkreisel drankommen würde, würde ich es mir vielleicht nochmal holen. Aber jetzt so für 40 Euro auf gar keinen Fall mehr. Dafür habe ich echt genug. Ich zeige euch mal meine, falls ihr die Besammlung noch nicht gesehen habt, schaut mal. Hier sind alles, oder ich mache mal so. Das sind alles Parfüms. Da hinten. Da hinten rein auch noch. Und in der Ecke. Und ja, das muss ja erstmal aufgebraucht werden. Ne? Ja gut, bis dann. Bye. Tschüss. Leer geworden ist auch dieses hier. Das ist das Balea Lockenspray. Allerdings das alte noch. Ich habe mir nämlich mittlerweile das neue gekauft. Aus dem neuen Sortiment. Und total cool. Ich bin da total begeistert von. Ich mag so wie im Moment. Ja gut, jetzt sind die natürlich vom Winde verweht wieder mal. Aber wenn ich mir die frisch mache, sind meine Haare im Moment sehr schön gebündelt. Das mag ich sehr gern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe ja im Moment dieses Repair-Shampoo von Balea. Und das hier nehme ich noch dazu. Das hatte ich ja zusammen mit diesem Lockenshampoo gehabt. Und ja, ich habe mir davon auch jetzt das neue geholt, wie gesagt. Und ich werde es auch weiterhin nehmen. Ich finde es echt gut. Ein Nachkaufprodukt, dieses da. Das ist dieses Locken-Balea-Gedönse, ne? Ohne Silikone. Und dann habe ich noch das hier leer gekriegt. Das ist von TG Catwalk, diese ganz teure Firma. Die habe ich mal, das Teil, das habe ich mal wirklich vor einem Jahr, glaube ich, habe ich mir das mal in so einen Ausverkauf geholt. Und das ist Kölz Rock übrigens.
Leave-In Moisturizer und das war richtig cool. Ich habe es auch heute Morgen reingetan. Wie man sieht, die Locken, die sehen schon glänzend aus irgendwie und das macht das. Also, aber ich finde das Zeug nirgendwo mehr. Also die Kugel sieht auch schon ein bisschen komisch aus hier oben. Da holt man so Spritzer raus und das ist sehr flüssig irgendwie. Und das mache ich mir morgens einfach so ein bisschen da rein und dann kommt da so ein bisschen Haarwachs rein und da knete ich die so ein bisschen so und dann Haarspray und fertig. Ja, und das ist echt cool. Das war allerdings teuer. Das hat zwar 20 Euro gekostet. Normalerweise. Ich habe das, glaube ich, für 6 dann gekriegt in diesem Ausverkauf. Für 6 Euro würde ich es mir sofort wiederholen. Für 20 ist man natürlich ein wenig gehemmt, was so teure Produkte angeht. Aber ich finde das auch nicht mehr. Vielleicht, wenn ich es irgendwo mal bei eBay oder sowas ergatte, bin ich die Erste, die es wieder mal sich krallt. Ich habe es schon fast verloren. Auch sehr gut. Auch ein Nachkaufprodukt von mir. Ja, also ich habe 2 Sachen, die ich euch zeigen möchte, die auch leer gegangen sind. Wo habe ich sie denn jetzt hingelegt? Da oben. Das ist zum einen das hier. Das habe ich nämlich auch gerade auf den Augen. Ich habe mir nämlich gerade die Augenbrauen wieder gefärbt. Und das ist, da nehme ich immer diese aus dem Friseurbedarfsladen halt so eine Augenbrauen- und Wimpernfarbe. Das ist jetzt, ich glaube, dunkelbraun. Ich habe jetzt immer hellbraun und dunkelbraun gemischt, damit die leer geht. Und wie ihr seht, habe ich gerade hier alles drauf und muss es einwirken lassen. Und da dachte ich mir, zeige ich euch das direkt. Die sieht so aus von Hair Force und ich färbe mir damit aber nur die Augenbrauen, weil die Wimpern, irgendwie nehmen meine Wimpern halt keine Farbe an. Ich habe keine Ahnung warum und ja, sind halt doofe Wimpern. Weg damit. Und dann habe ich den Grund hier unten, da habe ich gerade Penatencreme drauf. So, ich wollte jetzt putzen und so und da ist das eigentlich ganz okay, einfach Penatencreme auf so einen Pickel drauf zu tun, der einfach nicht weggehen will. Also ich hasse es so, diese hartnäckigen Dinger, die, wenn man immer wieder dran rumpiddelt, dass die immer wieder aufblühen, wie so ein, ihr wisst schon, ja. Aber egal, ich nehme ja eigentlich immer dieses Sebamed Reinigungsschaumzeug. Ja, das habe ich jetzt, ich glaube, das ist die 2. Flasche. Ich finde es auch richtig gut. Allerdings habe ich im Moment trotzdem mit vielen Pickeln zu kämpfen. Da reicht, denke ich jetzt, im Moment habe ich nämlich auch gerade eben neu gekauft. Kann ich euch zeigen. Das da, die habe ich nämlich auch schon mal aufgebraucht. Ich glaube sogar diesen Monat. Das ist diese Flüssig-Waschemulsion, auch von Sebamed. Und die kostet halt, die kostet 6,95 glaube ich. Und die hier kostet 2,95. Und habe ich mir gedacht, 4 Euro Unterschied, mal schauen, vielleicht ist das ja genauso gut. Weil ich habe diese hier halt immer so für unter der Dusche halt benutzt, also für empfindliche Stellen, Gesicht, Achseln und so. Und da dachte ich mir jetzt, vielleicht kann ich ja doch 4 Euro sparen, einfach mal ausprobieren. Ansonsten hole ich mir das hier nämlich wieder, weil ich bin damit schon begeistert. Klar, natürlich, ab und zu sprießt auch mal ein Pickel. Aber, oder ein Monsterpickel halt. Aber das ist wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, ich finde halt 7 Euro schon irgendwie viel. Und da dachte ich mir, benutze einfach mal das da so morgens und so, für, einfach um dein Gesicht sauber zu machen, anstatt das hier. Weg damit. Tschüss. So, leer ist auch dieses Produkt. Das ist mein Balea Forming Cream Kontrolle und halt absolute Frisurenfreiheit. Das ist von ja, Balea, eine Styling Cream, so ein Wachs, ja, Forming Cream halt. Und das habe ich immer benutzt und das ist echt ganz schön versüfft. Ja, ich habe mir davon immer ein bisschen genommen, in den Handflächen verteilt und in meine Locken reingeknetet, wenn ich die Haare dann aufgemacht habe, damit ich ein bisschen form und dass sie strukturiert sind und gebündelt, die Locken. Und das habe ich dann immer benutzt und das werde ich mir auch nachkaufen. Das ist immer so ein Produkt, das geht immer. Dann habe ich auch ein Duschgel leer bekommen. Das ist das Alverde Duschpflege Vanilleblüte Mandarine Duschgel. Das habe ich mir mit der Tina und mit der Anja... Nein, nicht mit der Anja. Oder doch mit der Anja? Nein, ich glaube nicht. Annette war das, glaube ich. Genau, mit der Annette habe ich das gekauft. Da waren wir in Dortmund auf einem YouTuber-Treffen. Und so lange habe ich das schon in der Dusche, weil ich ja zwischendurch das benutzt habe, weil ich im Moment halt sehr auf dem Trip bin, halt seifenfrei und, nee, parfümfrei und so. Hier ist allerdings, steht drin, dass auch auf Duft, Farb und Konservierungsstoffe verzichtet wird und so.
Und deswegen habe ich dann trotzdem zwischendurch einfach mal danach gegriffen und es gewagt. Und ich habe keinen Ausschlag bekommen. Nee, und der Duft ist einfach super schön. Total frisch. Mein Freund hat auch immer direkt gesagt, wenn ich es drauf, also wenn ich das benutzt habe, du riechst total nach Mandarine. Und das ist doch mal positiv. Ich finde, Mandarinen riechen sehr gut. Und vor allem dieses, ich fand die Verbindung zwischen Vanille und Mandarine fand ich total toll. Und ich werde es mir jetzt im Moment nicht neu kaufen, weil ich total viel Duschgel noch habe. Und ich ja, wie gesagt, auch diese parfümfreie Sache jetzt gerade trotzdem noch machen möchte. Aber es wandert irgendwann wieder in meinem DM-Einkaufskorb. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich ja einfach wirklich mit zufrieden war und ich das total toll ist. Auch der Lippenstift davon, der Labello davon, der ist auch total toll. Ja. Lea ist auch geworden. Das da. Wow, jetzt läuft mir das schon aus hier. Und das hier. Ich werde kurz wegwischen. Da war nämlich noch von der Dusche, war nämlich noch was Wasser drin. Und zwar geht es um die beiden Haarshampoos. Ich hasse es, wenn das Wasser rausläuft. Diese Haarshampoos von der Balea Professional Serie ohne Silikone. Ich muss sagen, ich fahre wirklich besser, wenn ich meine Haare nicht so viel mit Silikonen vollpumpe. Ich bin im Moment relativ zufrieden, mal mehr, mal weniger mit meinen Haaren. Also heute nicht so, aber egal. Sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden, wenn ich meine Haare offen trage. Sie sind viel strukturierter und gebündelter, weil das war halt immer mein Problem. Ich wollte meine Locken gebündelt haben und nicht einen Strohkopf. Ich habe immer noch Stroh auf dem Kopf, aber halt gebündelt und so, dass die schöner aussehen und sich halt auch wirklich super anfühlen. Ich habe jetzt mir noch zwei andere von diesen Produkten gekauft. Einmal ist ja hier Oil Repair und einmal das andere ist Repair. Nee, also so, das ist Gold, die Verpackung, und die wollte ich jetzt als übernächstes testen. Jetzt werde ich erstmal das Lockenshampoo davon testen. Ich habe nämlich das alte getestet, das war super meiner Meinung nach. Und jetzt wollte ich halt mal von der neuen Serie das probieren. Ich habe schon beide da, zu Hause habe ich mir schon gekauft. Und ja, ich bin mehr als begeistert von diesen Dingern. Und ich werde jetzt erstmal testen, welches von den drei meinen Haaren am besten tut. Und demnach werde ich es mir neu kaufen. Aber ich lege euch das ans Herz. Wenn ihr extrem strapaziertes oder trockenes Haar habt, kauft euch das hier. Perfekt. Also für 1,45 und ich komme da, wie lange bin ich damit ausgekommen? 3 Wochen? 4 Wochen? Ja, kommt hin. 4 Wochen ungefähr. Ich wasche mir ja nur alle 3 Tage die Haare. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich werden jetzt viele denken, bah. Aber was soll ich meine Haare mehr als strapazieren? Das ist, tut den Haaren auch nicht gut. Und ich finde jetzt, bei meinen Haaren könnten wir weitem schlimmer sein. Also wenn ich die Haare jeden Tag waschen würde. Und da wären die super trocken. Und das lasse ich sein und das braucht meine Haare nicht. Und ja, aber falls ihr noch auf der Suche nach einem guten Haarshampoo und einem günstigen Haarshampoo seid, das ist perfekt. Lea. Lea sind auch diese beiden Deos. Ich habe keine Ahnung, warum ich 2 Deos leer gemacht habe diesen Monat. Also, es war ja nicht besonders warm oder so. Ich glaube, ich habe mal ab und zu das genommen und ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall sind das 2 Rexona. Einmal dieses nur blaue und einmal Ultra Dry. Ist beides Ultra Dry. Cotton und Linen Dry. Waren beide ganz okay, nur ich finde diesen Geruch besser als diesen hier. Also Rexona ist immer wieder ein Nachkaufprodukt von mir und ja, sehr empfehlenswert. Spektakulär, unspektakulär. Meine Zahnpasta ist leer gegangen. Colgate Ultra Weiß Complete. Weil ich habe mir die gekauft, weil da drauf stand Kariesschutz, Zahnsteinschutz, Plaqueschutz, Zahnschmelzschutz, Schmerzempfindlichkeit, natürliches Weiß und frischen Atem. So, ich habe halt darauf geachtet, eine Zahnpasta zu nehmen, wo halt Zahnweiß
und Schmerzempfindlichkeit hier drauf war. Und da habe ich diese mal getestet. Allerdings fand ich jetzt nicht, dass meine schmerzempfindlichen Zähne dadurch ein wenig schmerzunempfindlicher wurden. Meine schmerzempfindlichen Zähne ein wenig schmerzunempfindlicher wurden. Im Gegenteil, ich fand das nicht. Ganz einfach. Also ich werde mir diese hier nicht nochmal kaufen. Da finde ich die Sensodyne echt besser. Und ja, ich gehe mich jetzt duschen. Tschüss. Ja, ich weiß, ihr habt mich auch schon schöner gesehen. Ich habe hier so komisches Zeug im Gesicht. Das ist wie meine Pickel. Ich habe immer tierisch viele Pickel. Aber ich wollte jetzt noch schnell das hier zeigen. Ich habe ja gesagt, in jeder Lebenslage werdet ihr mich so sehen, wenn ich dieses Aufgebraucht-Video mache. Und zwar habe ich nämlich heute Morgen dieses hier leer gemacht. Das ist von Kür ein, wie war das genau, Haarpflegecreme-Fluid. Und das habe ich mir halt in die Haare ab und zu reingetan. Habe allerdings kein großartiges Ergebnis gefunden, gemerkt, dass es halt, wer weiß, wie toll ist. Also ich fand das auch für 3,99 hat es, glaube ich, gekostet, fand ich das echt ein bisschen teuer. Und ich sehe gerade, dass es voll ekelhaft aussieht. Das ist übrigens diese Creme hier aus der Apotheke. Die ist nämlich auch fast leer, aber noch nicht. Aber ich wollte euch das zeigen, damit ihr nicht denkt, so, das hat die ein ekelhaftes Gesicht. Es ist nämlich auch ekelhaft, es brennt tierisch. Aber im Moment habe ich halt einfach zu viele Pickel. Ich kann das ja so machen. Die Seite ist schöner. Genau. Weil da habe ich ganz viele. Hier habe ich nur einen. Dann habe ich hier diese Isana Haarkur. Habe ich aufgebraucht. Die für trockenes und strapaziertes Haar und ich habe die einfach mal ausprobiert, die war okay, aber jetzt nicht so, dass ich sage, wow, die ist es. Also so war es nicht. Wenn die nochmal im Angebot ist, werde ich mir die vielleicht nochmal holen, kann ich mich nicht von freisprechen. Aber sie war jetzt nicht so Bombe, dass ich jetzt immer darauf umsteigen muss. Ja gut, das war's. Lea sind auch diese beiden Sachen. Das ist einmal dieses Isana Hair Glättungsbalm. Das tue ich mir ja immer in den Haaren, um die ein bisschen zu bändigen. Ja, das habe ich auch aufgebraucht, dieses Isana. Das ist immer wieder ein Nachkaufprodukt, seitdem mir das empfohlen worden ist von einer Abonnentin. Danke nochmal dafür. Und ja, das benutze ich jetzt irgendwie dauernd. Natürlich benutze ich auch andere Sachen. Aber das ist sehr gut, das hole ich mir immer wieder mal, wenn ich mal mich bei Rossmann verirre. Dann habe ich auch leer bekommen, das Gucci Rush. Da steht's. Dieses Parfüm. Und jetzt habe ich auch die Gelegenheit, das mal aufzumachen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe hier so ein Messer. Aber das kriegt man bestimmt nicht auf. Ich schneide mich sonst noch. Ich lasse es sein. Das ist auf jeden Fall leer gegangen. Ich habe auch schon ein neues, allerdings das kleine. Also die Verpackung ist da noch drin. Klein und groß. Ich hatte das große, das ist leider leer. Jetzt habe ich das kleine und ja, ist ein sehr angenehmer Duft. Ich finde den sehr, sehr cool, vor allem für die warme Jahreszeit. Bye.